Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, da wären wir wieder und da wir in der letzten Folge einiges erlebt haben, was abseits der Hauptgeschichte so passiert, werden wir nun in dieser Folge uns der nächsten Hauptmission antun, da wir ja bei der letzten Hauptmission einiges Nettes erfahren haben und der Name dieser Mission doch sehr interessant klingt. Nur mal so zur Info, das Ding heißt nämlich Templerüberfall, meine ich. Und ich würde mich ja sehr freuen, wenn wir an dieser Stelle, wie auch schon als Andeutung in der letzten Hauptmission Elise, wiedersehen. Das wäre natürlich ein wunderbares Ereignis im Endeffekt. Hier vorne muss es irgendwo... Ne, noch ein Stück weiter. Ich bewege mich mal in die Richtung. Und Ruhe hier. So, irgendwie hier durch. Tempel. Hier haben wir ein, so einen Sammelgegenstand. Den nehmen wir doch gerade mal mit. Boah. Sieht man ja vor lauter Gras nicht mehr, wo man hinläuft. Es geht doch runter, sag mal. Ziemlich veräppeln. So, dann hier durch. Und noch einmal durch ein Fenster. Und boah, durchs Fenster. Danke. So, und dann geht's hier los. Spielen. Elise ist im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das wäre natürlich auch... Elise? 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 Verdammt. Wie war das? Hotel Voisin? Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, da oben hin. Los, weg da, geht mir alles aus dem Weg. Ich hab's eilig. Steht doch nicht so doof hier in der Gegend rum. Klatschen könnt auch ein andermal. Komm, weiter, weiter, weiter. Ab durch die Seitengasse hier. Und da vorne müssen wir hin. Da muss sich irgendwo Elise befinden. Haben wir hier irgendwo einen Eingang? Hier sieht's ganz gut aus. So, da haben wir so ein Sammeldingens. Töten. Ich muss irgendwie töten. Ah, jetzt lauf! Ah! Schnell den Sammelgegenstand her mitnehmen. Was tust du denn hier? Später. Hallo? Würdest du... Mann! So, den Hinterhalt abgefangen. Das hätte aber auch besser laufen können. Hallo? Würdest du jetzt mal umkippen? Da ist ja noch mehr! Gut, das war jetzt nicht ganz so wie geplant. Nummer 2 erledigt. Und auch der letzte. Nummer 3. Hallo Elise, schön dich zu sehen. Du blutest, Mädel. Und du? Schöner Schuss. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Also das ist jetzt gerade ein wenig verwirrend. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Elise was mit den Templern zu schaffen hat und nicht hier jetzt gerade... Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Ich werde mir eure Reste von der Schuhsohle abtragen. Okay, die haben sich jetzt ewig, also in Anführungsstrichen ewig nicht gesehen, aber... Sind direkt wieder ein Herz und eine Seele oder wie soll ich das verstehen? Naja, ist ja wurscht. So, der ist nicht mehr im Weg. Ich glaube, wir können weiter, Mädel. Hallo? Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Ist nicht wahr. Wir müssen... Wo ist denn hier der Ausgang? Wo
Um rauszukommen, müsste man erstmal einen Ausgang finden. Ah, da. Wo lang? Ich würde sagen, wir gehen... Wo gehen wir lang? Wir könnten dadurch die Tür, das wäre der kürzere Weg. Ich glaube, das machen wir auch. Dadurch die Tür und dann sind wir schon so gut wie raus. Ich hoffe mal, das ist kein Dreier-Schloss, sondern einfach nur ein Zweier. Ich bin ja ein Assassine, ich kann Schlösser. Ja, doch mal ruhig. Ach nee, ist ein Dreier-Schloss. Nee, geht nicht. Also nochmal hoch. Verdammt! Hallo? Hoch? An so komischen kleinen Eisenteilen kann er sich festhalten, aber an so einer Ranke ist scheint irgendwie schwierig zu sein. Gut, also wir brauchen einen anderen Weg. Da geht es lang. Ja, ist doch gut, jetzt darf ich doch erstmal gucken, Mädel. Ach. Wo, oh, habt ihr nicht einen anderen Weg? Können wir da irgendwie rum? Darum. Na, ich hoffe mal, ich schaffe das. Das, also wenn wir die Richtung da gehen. Irgendeine Idee? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach den Irrgarten einfach zum Ausgang. Wie wär's damit, Mädel? Boah. Lass sie nicht entwischen! Was? Wer sagt das? Zum Geier essen die schon hingelaufen. Mädel, hallo. Steht der blöd rum? Wo lang? Ja, folgt mir doch einfach, du blöde Kuh. Meins. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendeinem in die Fänge laufen. So, der wäre auch erledigt. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier irgendwo der Ausgang sich befinden. So ist es. Da geht's raus. Zwei von ihnen voraus. Ja, dann komm ran, Madame. Boah, kein bisschen nervig, die Gute. Wo läuft die jetzt schon wieder lang? Mädel, beweg deinen Arsch hier hin. Na endlich, hol doch mal Zeit. Was nun? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit machen. Schalten wir sie aus, leise. Ah ja, leise ausschalten. Na dann. Soweit gut, aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Mein Gott. Also irgendwie. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein. Für die Farbe. Eine größere Gruppe also. Zack, zack, zack geht das hier. Warte, schützen. Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach aus besseres Sicht. Ja, natürlich. Ich gehe da mal aufs Dach. Müsste ich noch irgendwie hochkommen? Gehen wir mal auf das Dach. Können wir den von hier aus ausschalten? Geht. So, sonst noch was? Ist hier noch einer? Da auf der anderen Seite. Kriegen wir den von hier aus? Nein. Also. Oh, wisst ihr, der da mal oben ist? Was macht der denn jetzt schon wieder? Ja, ja, du mich auch. Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Das will ich doch hoffen. Hallo? Gut, das war also die Flucht zusammen mit Elise, die kein bisschen überrascht zu sein scheint, uns zu sehen. Sondern einfach sagt, komm. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Willst du mich verarschen? Die Sucher töten. Boah, komm, ey. Ja,
Ja, nee, ist klar. Die rennen hier hin und her wie ein paar aufgescheuchte Kanickel, ey. Ist doch nicht der Herr. Oh, nicht gut. Flucht antreten. Hallo, ich würde gerne mal wegrennen. Danke. Ja, ist gut. Ich lenke sie ab. Geht doch mal alle weg hier. Die ist ja schon wieder hier. Hier durch, komm schon. Nein, ich will nicht stehen bleiben und kämpfen. Geht doch mal alle auf den Kekse. Ey, wie schnell sind die denn? Herrschaftszeiten, ey, gibt's nicht. Autsch. So, ich hoffe, die sehen mich jetzt gerade nicht mehr. Und ich kann flüchten. Wow, das war's? Wunderbar. Puh. Was eine Flucht. Hätten wir auch einfacher haben können, glaube ich. Mission abgeschlossen. Ein maßgeschneider mittelalterlicher Umhang, den haben wir bekommen. Und ja, ansonsten haben wir nichts erreicht. Kriegen wir den Dieb noch? Ja. Ist mir egal, was der gemacht hat. Ich will nur fangen. Hallo? Ah ja, willst mich jetzt veräppeln hier? Das kann doch nicht wahr sein. Jo, wir sind gegen eine Mauer gesprungen und wir haben ihn damit gefangen. Wie bekloppt ist das denn bitte? Naja, egal. Gut, wäre erledigt. Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben jetzt Elise gerettet, also das war jetzt irgendwie alles verwirrend. Auch ein bisschen bescheuert erzählt, aber gut. Belassen wir es dabei. Ich bin mal gespannt, was die beiden sich dann zu erzählen haben. Wir sind jetzt dort, sind gar nicht so weit weg von einer Mission und dann gehe ich dem Mann für eine Handvoll Duellanten. Dieser Nebenmission gehe ich doch direkt mal als nächstes nach. Bevor wir dann uns in der nächsten Folge dann wahrscheinlich... Was war das? Was ist das für eine Kiste hier nochmal? Was macht die nochmal? Sie geht einfach auf und wieder zu. Und bringt uns Geld. Ja, gut, nehme ich gerne. Ja, worauf ich hinaus wollte, in der nächsten Folge werden wir dann wohl mal mit Elise sprechen, weil die Unterhaltung interessiert mich doch brennend. Aber das werden wir in dieser Folge wohl nicht mehr schaffen dann. So, erstmal für eine Handvoll Duellanten. Akzeptieren und nachverfolgen. Fechtmeister, Diplomat und manchmal Spion. Lasst euch durch meine Aufmachung nicht täuschen. Ich ziehe es vor, mich in Frauengewänder zu kleiden. Es ist ein wenig irritierend. Ihr seid ein Assassine. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Doch zuerst möchte ich sicherstellen, dass ihr der Richtige dafür seid. Mehrere Schwertkämpfer werden euer Geschick testen. Fordert sie alle heraus und vergießt erstes Blut. Und passt auf, dass ihr nicht auf mein Kleid tretet. Wenn ich wiederkomme, wirst du hoffentlich... Was hat der denn bitte... Oh, ein Mann, der sich einfach mal in Sachen kleidet, in Frauenkleider verkleidet und nicht drüber nachdenken. Was ist das für eine komische Mission? Waffe ziehen? Woran sehe ich denn hier so einen bekloppten Duellanten? Willst du mich jetzt verarschen? Sieht man die auf der Karte, oder was? Der sagt zu mir, finde einen Duellanten und prügel dich mit dem, oder was? Was ist denn das für eine bekloppte Mission? Sieht man hier irgendwo einen Duellanten? Ein wenig bescheuert, ganz ehrlich, also... Na, so bescheuert wie der Typ. Ja, genau. Ganz meine Meinung. Ach, den kriegen wir eh nicht.
Also ich rall das gerade überhaupt nicht hier. Ich habe weder einen Wegpunkt noch sonst was. Hä? Hiermit kann ich auch nichts machen. Ist aber bescheuert. Hä? Ernsthaft? Wo soll ich denn jetzt hin? Der kleine Prinz? Nee. Da befinden wir uns. Schön. Das hier ist, glaube ich, irgendein so ein Gefängnis oder sowas. Also ich habe keinen Wegpunkt. Ich soll Duellanten herausfordern. Hallo? Wo denn? Bin ich gerade zu blöd, um das zu verstehen? Hä? Kann man die Mission nämlich nicht irgendwie abbrechen? Ging das nicht irgendwo? Es ging doch irgendwo, oder? Legende, zurück zum Spiel, drehen. Nee, hier geht's nicht. Massenereignis Geld abgeben, Massenereignis rammen, Massenereignis töten. Missionsziel finden, verteidigen, beschaffen. Nee. Schnellreise, Truhe mit Kaffeeeinnahmen. Uha, gut zu wissen. Nee. Ernsthaft? Hier nicht sehr hilfreich. Hier auch nicht hilfreich. Hier. Aha, das ist also der Schwierigkeitsgrad. Huha. Gut. Selektiv. Was ist das hier? Das sind, glaube ich, die Koop-Missionen. So ist es. Und das hier ist ein Überfall. Können wir eigentlich auch mal machen. Ah ne, es ist auch ein Multiplayer. Okay, Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber es hilft mir immer noch nicht, wo ich denn bitte hier die Duellanten finden soll. Also das ist mir echt ein Rätsel. Für die Revolution! Ja, für die Revolution und nun frisst das. Und hier schreit wieder alles. Ein bisschen Medizin, bitte. Und mit dem kann ich auch nichts anstellen. Sehen wir hier irgendwas Besonderes? Sieht nicht so aus, also... Das ist irgendwie total bescheuert. Achso, das war das zu lesen. Nicht sehr hilfreich. Ja, renn doch mal auf dem Brunnen entlang. Na, was für eine Überraschung. Echt? Finde ich nicht. Oh, 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 oh. Jetzt wird's gerade kriminell hier. Verdammt, ist... Oh. Einmal laufen, bitte. Ein paar Künstler. Und flüchten. So. Ja, da das alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle hier... Hallo? Könnte ich mal wieder zurück zum Normalzustand? Vielen Dank. Nein, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Ich guck noch mal eben ganz kurz hier noch einmal rum. Ich sehe einfach nichts. Ach komm, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ständig landet der Bekloppte auf dem Brunnen und rennt dann auf dem Brunnen umher.
Nee, ich habe echt keine Ahnung. Entweder ist hier was verbuggt oder ich habe irgendwas nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle werde ich mich dann mal per Schnellreise, hoppala, falscher Knopf, zurück in Richtung Café begeben. So. Um dort dann das Geld einzusacken und vielleicht kann ich ja das ein oder andere renovieren. Zumindest hoffe ich das mal. Kann ja nicht mehr so lange dauern. Zumindest hoffe ich das. Verdammte Ladebildschirme. Ja. Da wären wir wieder. Zurück am Café. Hier gibt es eine Hauptmission. Na klar. Und ein bisschen Geld zum Einsacken. Einkommen nehmen. Eine ganze Stange Kohle eingesackt. Anständiger Profit. Ja, sehe ich genauso. Und wie sieht es hier mit Renovieren aus? Können wir was renovieren? Nein, können wir nicht. Schade, der letzte Schliff fehlt uns nämlich noch. Egal. Entschuldigung, wollte ich gar nicht hin. Gibt es hier sonst noch was zu tun? Ich glaube nicht. Hier drüben wäre dann die nächste Hauptmission, aber die werden wir dann erst in der nächsten Folge angehen. Also, ich sag da mal, auch wenn diese Folge gegen Ende relativ langweilig wurde, weil wir absolut irgendwas nicht hinbekommen haben, vielleicht in der nächsten Folge dann, wir werden es sehen. Also, ich sag da mal, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed Unity.